Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Bioshock, zur 33. Folge insgesamt. Und ja, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben nach langem, langem Zittern und Zoppeln, weil ich natürlich wieder richtig gefailt habe. Und ja, jetzt klappt aber hoffentlich alles. Und ja, wir sind jetzt hier weitergekommen. Wo wir hier genau sind, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall wackelt hier alles und wir müssen uns hier ein bisschen schlau machen. Aber ich weiß nicht mal, wo genau. Ich würde mal sagen, wir gehen hier einfach mal ein bisschen rum. Haben wir hier irgendein Ziel? Ja, töte Andrew Ryan. Du bist in Andrew Ryans Büro eingebrochen. Er ist hier irgendwo, finde und töte ihn. Okay, dann kommt es jetzt eigentlich ja fast schon zum finalen Ende mit Andrew Ryan. Noch nicht zum finalen Ende von Bioshock. Aber zum finalen Ende von den Situationen mit Andrew Ryan. Das kann auch eine Täuschung sein, vielleicht, vielleicht nicht. Wir wissen es nicht. Aber, naja, wir müssen uns darauf vorbereiten. Und ich denke, das geht hier lang. Admin Office, Andrew Ryan. Okay, hier kommen wir auch noch nicht rein. Oh Gott. Ich sehe hier noch nicht wirklich was. Ich gehe mal hier hoch. Was ist denn das hier alles? Mir ist das hier ein bisschen unheimlich. Hier alles. Ah, wir können vielleicht hier durch den Kabelschacht durch. Interessant. Ach, okay. Ach Gott, das konnten wir einfach so raussprengen. Hopp, jetzt sind wir einfach im Büro von ihm. Glaube ich mal. Hoi. Fontaine. Ach, okay. Der sammelt hier also Bilder von uns. Na, 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 Herr Ryan. Na, na, na. Gut. Hier haben wir noch einige Sachen. So. Jetzt, Allah. Wir sind hier ein bisschen eingesperrt. Ach doch, nee, hier geht's weiter. Ryan Industries. Okay. Rechts oder links? Okay, rechts geht's nicht weit. Dann gehen wir wieder links. So. Ah, okay. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Da haben wir ihn. Nein, der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm, die Familie, das Flugzeug, der Absturz. Und dann dieser Ort hier. Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt? Oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Okay. Der Sklave gehorcht. Naja, jetzt labern wir nicht so viel. Ist nämlich mir gerade aufgefallen, dass die Synchronisation ein bisschen kaputt ist. Hallo. Halt. Wärst du so freundlich, stehen zu bleiben? Ja, klar. Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich, 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 oh mein Gott. Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Ich wär so freundlich. Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen! Wieso sollte ich rennen? Umzu. Was will der von mir? Ich kann mich nicht steuern. Ein Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Was will der von uns? Ich will ihn jetzt töten. Töte! Okay, jetzt geht's los. Glaube ich mal, hoffe ich mal. Oh Gott, ich bin voll aufgeregt. Ich will ihn jetzt töten. Was macht er? Ja, hä? Ich kann mich hier, glaube ich, gar nicht steuern.
Nee. Der Sklave gehorcht. Wow, ich kann ihn ja total gut töten. So ein Lappen, Alter. Okay. Oh mein Gott. Wie hässlich. Wärst du so freundlich? Okay. Ja, töte Andrew Ryan, haben wir ja. Gut. Jetzt würde ich ja gern wieder zurückkommen, Kollege. Oh. Ach, sind wir schon. Okay. Ich hab das jetzt hier einfach. Ach, hier kann man das in die Maschine reinstecken, alles klar. Selbstzerstörungsunterbrecher. Was? Was ist da los? Ist Atlas jetzt uns in den Rücken gefallen? Wir vergasen uns doch hier. Ich verstehe kein Wort. Oh Gott. Ich glaube, der hat uns auch verarscht. Kann ich... Mann! Ich muss hier mal kurz... Das geht so nicht. Option, Audio. Der redet übel undeutlich. Okay, jetzt ist er rum. Ich muss sagen, ich hatte schon eine Menge Geschäftspartner in meinem Leben. Aber sowas wie dich. Natürlich könnte die Tatsache mitgespielt haben, dass du genetisch darauf getrimmt bist, bei dem Kommando. Okay, steigt nach oben. Okay, ja, da haben wir uns jetzt halt mal wieder benutzen lassen. Naja, wie fast immer in dem Spiel. Passen Sie auf, Mister. Ach du Gott. Folgen Sie mir. Ach Gott. Ich glaube, die rettet uns. Kleine. Okay, ich habe keine Evie Amy. Kommen Sie mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Okay. Hui. Jetzt war es gerade ein bisschen spannend, würde ich sagen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir jetzt eigentlich schon am Ende sind von Bioshock oder wie das so aussieht, wie viel Prozent wir schon haben. Ja, ich denke, glaube ich, beim zweiten Teil kann man schon schauen, wie viel Prozent man hat. Ich weiß es aber nicht. Weil ich habe den zweiten Teil noch nicht. Müsste ich mir dann zulegen noch. Hallo. Bist du wütend auf Fontaine. Hallo. Auf mich wärst du sicher auch wütend. Ich Ach, süß. Eine echte Rabenmutter. Goldig. Hey! Sorry. Aber alles Zicken. Alles Mädels. Nicht Spaß. Oh Gott. Ich habe an dir gearbeitet, während du schläfst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil.
wahrscheinlich noch in der Lage sein, unangenehme Dinge mit dir anzustellen. Okay, wir haben uns jetzt also von Fontaine benutzen lassen. Sind jetzt hier gelandet, in dem Heim. Aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Ich habe deinen Körper entworfen, aber Souchon hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn in seiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Kommen Sie mit! Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt jeden einzeln töten. Wir haben jetzt Souchons Apartment. Wir haben jetzt Ryan getötet und müssen jetzt noch Fontaine töten. Oh, hier ist noch was. Ganz langsam, Mädel. Kleine. Warte doch. Wer ist das? Okay. Er ist gemein. Was? Ja. Wie komme ich jetzt hier durch? Hallo? Ah. Ja, ich komme hier nicht durch. Ach, süß. Ach, goldig. Ach, ist das putzig. Die Kleinen sind ja süß. Danke. Dankeschön. Dann gehe ich mal alleine weiter. Nein! Puh. Gut, gut, gut. Jetzt wird's dann, sind wir wieder auf uns allein gestellt. Okay. Ich hab was gehört. Ich hab gesagt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen? Nö. Nö. Bin ich nicht. Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem. Wenn du nicht mehr nach meiner alten Pfeife tanzt, ich hab noch was Neues auf Lager. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mit diesem Kommando habe ich dein Gehirn gerade angewiesen, deinem Herzen zu befehlen, mit dem Schlagen aufzuhören. Natürlich nicht sofort. Das Herz ist ein dickköpfiger Muskel, aber irgendwann gehorcht es doch. Okay. Ja, toll. Und wir kommen hier jetzt aber trotzdem nicht durch. Ah. So, und jetzt tue ich das, was hier steht, halten. Diesmal lerne ich. Und dann würde ich auch sagen, wird ist die Folge schon beendet. Wir sind jetzt dann gleich bei... Wir haben jetzt schon 13,5 Minuten und ja... Die letzten Folgen waren eigentlich ziemlich lang, obwohl ich die eigentlich für kurz eingehalten habe und ja... Oh Gott. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin gerade nicht mehr so in Stimmung, beziehungsweise ein bisschen müde und dann speichere ich kurz ab und dann war es eigentlich das auch schon wieder für diese Bioshock-Folge, die eigentlich schon viel gebracht hat. Wir haben Ryan getötet und sind Fontaine auf der Spur und in den nächsten Folgen werden wir auch ihn erledigen. Also seid gespannt und schaltet dann beim nächsten Mal am Dienstag wieder ein bei einer neuen Folge Bioshock. Bis dann, mach's gut, ciao!